Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Ich zeige dir heute verschiedene Mützen und Stirnband in Fennfarben. Und zwar gibt es ganz viele verschiedene Wolle, die absolut in Fußball-Fennfarben, überhaupt in Fennfarben gleich gefertigt ist. Bei uns ist angesagt Bayern München, wie ihr seht. Es gibt aber jeden anderen Club auch und das Knäuel hat 80 Meter, 80 Gramm und pro Mütze, für eine kleine Mütze brauchen wir gut ein Knäuel, also müsst ihr zwei kaufen und auch mal für einen großen Herrn drei. Und aus dem Rest kann man dann prima noch ein Stirnband machen oder Schweißbänder, das würde ich euch aber genau noch zeigen. Die Mütze mit der weißen Bommel hat auch noch den Vorteil, dass sie einfach nur angebunden ist. Das Video dazu hatte ich euch schon gezeigt. Da mache ich ganz tolle Bommeln. Auch in einem Look, das aussieht wie Fell, ist aber wirklich Wolle. Und dann kann man die Mütze auch ohne Bommel tragen, wie es jemand möchte. Und das ist die Bommel. Geht es in dieser Wolle. Und das Stirnband, damit keine Reste übrig bleiben, kann man dann auch noch stricken und das geht auch total easy. Und da hoffe ich, ihr habt Spaß daran und möchtet reinschauen, wie es geht. Und mein neuester Entwurf ist der Iro, die Iro-Mütze und vielleicht guckt ihr rein und es gefällt. Mich wird's freuen. Auch sind die Mützen wirklich ganz cool und einfach für Anfänger zu stricken. Es geht auch sehr schnell, weil wir ganz dicke Wolle und ganz dicke Nadeln haben. Und ja, einfach mal versuchen, vielleicht habt ihr oder hast du Spaß daran. Für diese Fennmütze und Fennfarben brauchen wir ein bis zwei Knäuel. Es kommt drauf an. Für ein kleines Kind, Jugendliche, Erwachsene zur Sicherheit einfach mal zwei Knäuel kaufen und ich zeige dann auch später nochmal, was man mit dem Rest anfangen kann. Ich brauche Rot-Weiß, Weiß-Rot für einen Bayern-Fan. So, jetzt kommen wir zur Wolle nochmal. Diese Fan-Wolle in den Farben gibt es so zu kaufen, in den allen möglichen Farben, Blau-Weiß ist auch. Und auf der Banderole steht eine Nadel in Größe 10. Für eine Mütze, die ein bisschen warm halten soll, finde ich 10 viel zu groß. Ich zeige euch mal eine 10er Nadel. Das ist eine 10er Nadel und das ist eine Wolle eigentlich für 10, im Gegensatz zu der Rot. Also da sieht man den Unterschied schon ganz deutlich. Hiermit mache ich einen dicken Schal und da sind die Zwischenräume wirklich groß, aber ich möchte lieber eine 6er Nadel nehmen. 6 bis 8, also größer würde ich es auf gar keinen Fall nehmen, auch wenn 10 draufsteht. Außer jemand strickt extremst fest, der kann vielleicht noch eine 9er nehmen, aber 10 finde ich wirklich zu viel. So, wir kommen zur Maschenprobe. Es ist ganz wichtig, dass ihr diesmal erst eine Maschenprobe strickt. Das geht ganz einfach. Ihr nehmt die Wolle, schlagt etwa 30 Maschen an, strickt 4 Reihen in dem Muster 1 rechts, 1 links. Letzte Masche nicht stricken, nur abheben. Also ich mache dann immer so ein Muster. Das ist hier zwar jetzt eine dünnere Wolle, aber die kenne ich schon und ich weiß, wie viele Maschen ich brauche. Und dann lege ich mir solchen Muster immer zu der Wolle, stecke sie meistens an der Banderole fest und dann weiß ich Bescheid. Und dann nehme ich dieses Stückchen und lege die stramm, aber nicht zu feste, um den Kopf desjenigen, der die Mütze bekommen soll und rechne mir dann aus, wie viel Mal muss es um den Kopf. Und dann habe ich genau meine Maschenzahl, egal wie groß der Kopfumfang ist und es passt auf jeden Fall. Das ist super wichtig, dass er das vorher macht. Ich wollte jetzt nur noch mal zur Sicherheit, wenn ihr jetzt das Musterbündchen macht mit den 4, 5 Reihen, zeigen, wie man denn das dann abkettet, weil es muss abgekettet werden, sonst geht es euch ja auf. Man strickt, wie die Maschen kommen. Rechts, links und dann hebt man einfach die hintere über die vordere drüber. Dann wieder die rechte, wie es kommt im Muster und die hintere über die vordere. Dann eine linke,
und locker die hintere über die vordere. Und dann kettet ihr so ab und habt dann das Musterbündchen, um die Weite herauszubekommen vom Kopf, wie viel Maschen ihr braucht. Und das schneidet ihr dann, wenn ihr alle abgekettet habt, den Faden großzügig ab, so 15 cm, und zieht den Faden dann durch die letzte Masche richtig fest und da geht nichts mehr auf. Und dann habt ihr ein Musterbündchen, was ihr ganz oft dann benutzen könnt für eine Nadelstärke 8 bis 10. So, ich brauche 45 Maschen. Und ich fange wieder an mit rechts, links Maschen fangen. Dazu gibt es ein extra Video, wenn es euch interessiert, weil der Bund wird wirklich schöner, fester und es hält auch mit der Zeit länger. Die anderen leiern dann schon mal aus und das ist wirklich eine Art, die schon meine Urgroßmama gestrickt hat. Das ist gar nicht so schwer zu machen. Aber wie gesagt, da gibt es ein extra Video, da, wo ich das ganz, ganz leicht langsam zeige. So, wichtig ist es, ihr habt eure Rundstricknadel oder ein Pärchen, das ist egal. Und ihr nehmt bitte für die erste Reihe, also fürs Maschenfangen, auf jeden Fall noch eine Hilfsnadel dazu. Das ist jetzt von einem Sockenstrickspiel. Was ihr auch nehmen könnt, ist einfach eine kleine Holzschaschlicknadel und die dabei nehmen, weil sonst wäre die erste Reihe wirklich viel zu fest und die spannt und drückt. Und so wird die wirklich locker, weil man Maschen schon mal ein bisschen fester fangen muss. So, dann schlagen wir 45 Maschen an. Ihr könnt auch die normale Art nehmen, aber wie gesagt, wenn euch das rechts-links interessiert, dann guckt doch mal in meine Strickschule hinein oder in Bibliothek und die Playlist. Da ist die Strickschule und gleich am Anfang habe ich jetzt extra das mal gesetzt. So, ich zeige jetzt auch euch noch mal, wie das aussieht. Das sind dann immer Pärchen rechts, links. Und das sind wie so kleine Pärchen. Ist das dann das Fangen. So, und jetzt schlagt ihr so viele Maschen an, wie ihr ausgemessen habt mit eurem Muster. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Maschen sind jetzt gefangen. Wir ziehen die Hilfsnadel heraus. Die brauchen wir gar nicht mehr. So, und die ganze Mütze wird in eins rechts, eins links gestrickt. Das ist eine anliegende Mütze und eins rechts, eins links bei so einer dicken Wolle bedeutet, dass es schön elastisch wird und dass er dann sich immer schön an den Kopf anschließt. Und ihr seht auch, weil wir jetzt eine Nummer kleiner oder zwei Nummern kleiner an Nadel genommen haben, wird das fester. Ich mag es nicht unbedingt, wenn die Maschen so extrem weit sind, dass dann der Wind durchfegt. Oder wenn man doch mal einen kleinen Schauer hat, dass man gleich im Kopf nass wird, weil einfach die Maschen zu groß sind. Für eine Sommermütze sieht es natürlich anders aus. Da nehme ich gerne große Nadeln, damit das richtig luftig wird. Aber dafür wäre eigentlich die Wolle ein bisschen zu dick. So, und dann stricken wir immer jede Reihe eins rechts, eins links. Und die letzte Masche wird abgehoben. Das zeige ich aber nochmal. Ich bin an der letzten Masche und dann wird der Faden nach vorne gelegt, vor die Nadel und abgehoben. Das ist ganz wichtig, dass ihr das immer macht. Das muss man eigentlich beim Stricken immer machen. Die letzte Masche wird nicht gestrickt, die wird abgehoben, weil sonst der Rand viel zu weit wird. Das leiert sich aus. Am schlimmsten ist es jetzt, wenn man eine Weste strickt oder eine Strickjacke vorne, wo die Knöpfe hinkommen und die Knopflöcher. Würde man da jede Reihe fertig stricken und nicht einmal abheben, würde das extrem weit werden und mit der Zeit leiert es so aus, dass es vorne wesentlich länger ist. Ein Schal hat auch keine Stabilität, wenn man vorne dann immer, also weil die letzte Masche dann immer mitstrickt. So, ihr wisst, was auf der hinteren Seite eine linke ist, ist vorne dann eine rechte und umgedreht. Guckt euch dann immer schön an und dann strickt ihr weiter. So, wir stricken jetzt in diesem Muster, eins rechts, eins links, mit letzter Masche abgehoben. So weit bis auf den Hinterkopf der Person, für die die Mütze sein soll, nur noch ein Stück frei ist in der Größe etwa von der 2-Euro-Mütze. Ich zeige euch dann nochmal, wie ihr das am besten ausmesst oder auslegt, weil wir haben ja eine Rundstricknadel. Und dann können wir das ganz fest zusammenziehen, unsere Maschen hier, und
Das ergibt dann schon wie so eine Mütze. Die Naht ist zwar noch offen, aber das macht nichts. Und dann kann man wirklich schon anprobieren, demjenigen, der die Mütze bekommen soll, wie hoch gestrickt wird. Aber ich zeige das nochmal zwischendurch. Aber jetzt stricken wir erstmal auf Höhe. Und ganz toll ist halt auch diese Wolle für Anfänger. Die ist so dick, das geht wirklich ganz schnell. Also ich habe da eine Mütze in 1,5 bis 2 Stunden fertig gestrickt in der Dicke. Und wie gesagt, letzte Masche unbedingt abheben, nicht stricken. Die Mütze wächst. Ihr seht, das ist das Muster 1 rechts, 1 links, wie elastisch das ist. Und ich will jetzt schon mal zeigen, wie ihr die Mütze anprobieren könnt, wenn es noch höher ist. Ihr nehmt die Rundstricknadel und zieht die Mütze ganz eng zusammen. Dass es hier oben nur noch so ein Kreis ist von etwa 2-Euro-Stück. Und dann wird es festgehalten und anprobiert. Was auch prima geht, wenn ihr eine Mustermütze habt, dann legt es einfach drauf und dann wisst ihr genau, wie weit ihr stricken müsst und könnt dann denjenigen überraschen und das passt dann auf jeden Fall. Bei mir waren es jetzt 24 cm, die ich in dem Muster stricken musste. Wie gesagt, zieht es euch richtig oben zusammen, dann probiert es an. Das zieht sich noch ganz weit, deswegen in die Breite, deswegen muss es auch etwas länger sein. So, jetzt nehmen wir ab und dazu müssen wir jetzt da immer 2 Maschen zusammenstricken. Es ist eigentlich egal, ob ihr mit rechts oder links anfangt, weil es sind ja sowieso immer Pärchen. So, ich habe jetzt mit rechts angefangen, dann links, immer 2 zusammen. Immer 2 Maschen zusammennehmen und Faden durchziehen. Eine rechts, eine links. Und dann muss wahrscheinlich, wenn ihr eine gerade Zahl habt, diesmal die letzte Masche mit der vorletzten auch zusammengestrickt werden. Wenn ihr eine ungeradene Zahl habt, dann hebt die letzte wieder ab. Und das machen wir jetzt erstmal. Und in der nächsten Reihe machen wir das Gleiche. Wir stricken wieder 2 zusammen. Die ganze Reihe durch. Eine rechts, eine links. Oder wie ihr dann anfangen möchtet. Wie gesagt, nur im Muster bleiben, aber der Anfang überlasse ich euch dann, wie ihr es schöner findet, mit welcher Masche ihr anfängt, weil sie wieder Pärchen sind. Ich habe jetzt da noch 12 Maschen auf der Nadel. Wenn ihr bis zu 16 Maschen auf der Nadel habt, könnt ihr jetzt aufhören mit immer 2 zusammenstricken. Wenn ihr mehr habt, für einen Erwachsenen die Mütze oder so, dann müsst ihr nochmal eine Reihe machen, immer 2 zusammenstricken. Das ist wichtig. Als nächstes schneiden wir den Faden großzügig ab, so 40 cm schätzungsweise, und fädeln den auf eine dicke Nadel, weil wir jetzt die Maschen zusammenziehen wollen. So geht es am einfachsten. Wir nehmen die Maschen, die noch auf der Stricknadel sind, jetzt einfach ganz locker mit einer Nadel ab und ziehen sie auf den Faden. Das gibt dann den schönsten Abschluss für eine Mütze. Wenn man es nicht jetzt da abkettet und dann vernäht, das wird sehr, sehr dick. Wenn man die einfach auf den Faden zieht und dann richtig zusammenzieht, dass man am Hinterkopf wirklich eine schöne Rundung kriegt. Jetzt sind alle Maschen drauf. So, wir gucken, ob wir rechts oder links sind. Ich bin rechts, also muss ich die Mütze nach links drehen und gehe, um den Kreis zu verschließen, in die erste Masche der letzten Reihe und ziehe das ganz gewaltig zu. Richtig schön, dass es einen Kreis gibt. Und diesen vernähe ich jetzt in sich mit dem restlichen Faden. Schön durchziehen, bestimmt so 6-7 Mal hin und her und dann auf einer Stelle nochmal den Faden vernähen. Das ist ganz wichtig und es soll ja auch geschlossen sein, aber es soll wirklich ordentlich aussehen. Und das auf jeden Fall auf der linken Seite. Das machen wir jetzt.
Der Oberkopf ist jetzt geschlossen und jetzt kommen wir zur ersten Art, die Mütze fertigzustellen. Wenn ihr eine ganz normale Mütze haben wollt, ohne jetzt viel Schnickschnack, dann müssen wir noch zunehmen. Dazu nehme ich am unteren Ende die Fäden, die wir hatten zum Maschenfang und verknote die, dass wir gut übereinander kommen. So. Dann Stecknadeln genommen und schön die Streifen aufeinander festgesteckt. Und dann nähen wir die Mütze zu. Wir gehen ein Stück nach vorne, nach hinten, dann wieder nach vorne, einen halben Zentimeter und einen Zentimeter und einen halben Zentimeter zurück. Dann wieder einen Zentimeter nach vorne auf der hinteren Seite und auf der vorderen Seite einen halben Zentimeter zurück. Und so schließen wir die ganze Reihe mit diesem Stich etwas ein Zentimeter vor, aber wieder einen halben Zentimeter zurück, damit wir eine Doppelnaht kriegen. Und am Ende der Mütze auf jeden Fall 4-5 Mal auf der Stelle hin und her nähen. Dann die Fäden, die wir haben, vernähen auf links und am besten in der Naht durchgezogen, dann stört es am wenigsten. Und dann wäre die erste Art der Mütze fertig. Wir kommen jetzt zur zweiten Mütze. Wir sind auf der rechten Seite und verknoten uns auch wieder zur Sicherheit unten die Fäden, damit es ein schöner Rand wird. So, dann nehmen wir eine dicke Häkelnadel, eine 5, 6, 7 oder 8er und häkeln die Mütze mit der Restwolle zusammen. Das ist jetzt gerade noch die Restwolle, aber das ist auch eine kleine Mütze. So, und dann nehmen wir den Faden und häkeln die Mütze zusammen. Am Anfang zwei Luftmaschen und dann in jede Masche, die sich gebildet hat, eine feste Masche hinein. Ihr wisst, das sind abgehobene Maschen und in jede abgehobene Masche nur eine feste Masche locker hinein häkeln. Und aufpassen, dass die Streifen schön übereinander sind. In jede abgehobene Masche hinten und vorne eine feste Masche. Eine feste Masche in jede abgehobene Masche. Und dann häkeln wir die Mütze zu bis zur zusammen bis zum Zusammennähen des Hinterkopfes. Die Mütze ist jetzt zusammengehäkelt. Wir müssen dann alle Fäden noch vernähen, aber bitte auf links. Wir schneiden den Faden ab und ziehen hier durch. Durch die letzte Öse und ziehen es fest. So, und jetzt brauchen wir eine Fransenwolle. Die heißt Brasil. Da gibt es aber verschiedene oder eine Mikrofaserwolle, was euch so gefällt. Die muss nur ein bisschen leichter sein. So, und da müssen wir jetzt in der Häkelnaht, die wir gehäkelt haben, anhäkeln. Auch mit der Fünfernadel. So, und dann machen wir lauter Luftmaschen. Also ich mache dann immer so 15 bis 20 Luftmaschen und die werden geschlossen in die feste Masche, auch mit einer festen Masche. Aber nun in jede feste Masche, damit es richtig viel Puscheln gibt und das richtig hoch steht, müssen wir drei solcher Schlaufen machen. Drei Schlaufen a 12 bis 15 Luftmaschen, ihr könnt auch mehr machen, könnt auch 20 machen, das ist dann egal. Aber es müssen drei Schlaufen, also drei feste Maschen mit 12 bis 15 Luftmaschen dazwischen in jeder festen Masche sein, die wir zum Zuhäkeln benutzt haben. Und das müssen wir jetzt erstmal machen. Das ist jetzt das nächste, was wir machen. Das ist nun das erste Modell, was fertig ist. Die coole Iro-Mütze. Ein ganz verrückter Style, finde ich aber ganz toll für die Piste oder für Stadion, mal was ganz anderes. Und ihr habt gesehen, wie einfach und easy das zu stricken ist. Und dann geht's weiter mit dem nächsten. Und hier siehst du nun das zweite Modell. Es wird genauso gestrickt. Jetzt hatte ich dir ja gezeigt, wie wir es zusammennähen. Und nur noch mit einer großen Bommel drauf. Und bei der Bommel ist der Clou, die ist nur zum Anbinden. Da sind Bänder dran, die kann man in zu einer Schleife binden und kann sie tragen mit Bommel und ohne Bommel. Und diese Bommeln, da gibt es verschiedene Arten von, die kann man ganz einfach selber häkeln.
Auch eine Fellbommel habe ich das schon gezeigt. Da braucht kein Tier für leiden. Ist ganz günstig, geht ganz schnell. Und dazu gibt es ein extra Video. Das könntest du dir vielleicht dazu anschauen. Ich hatte ja angekündigt, dass von dem Riss zeige ich euch noch was. Und zwar, da machen wir ganz einfach ein Stirnband draus. Wenn ihr Lust drauf habt, wir brauchen ein Nadelspiel in der Größe 6 bis 7. Es reichen 4 Nadeln, dann können wir schneller wechseln. Wir nehmen wieder die Hilfsnadel bei der einen Nadel dazu. Und ihr wisst noch, wie viele Maschen ihr hattet bei eurer Mütze. Oder wenn es für jemand anderes sein soll, müsst ihr halt nochmal die Maschenprobe bei jemandem anderen ausprobieren. So, wir fangen unsere Maschen, die wir brauchen, auf einer Nadel und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Diesmal stricken wir endlos, also im Rund, und wir stricken eine rechts, eine und eine links. Deswegen teilen wir die Maschen gleichmäßig auf 3 Nadeln. Es geht am besten, wenn ihr hinten und vorne jeweils die Nadeln, die Maschen auf die andere Nadel schiebt. So. Ungefähr gleichmäßig. Aber es muss wirklich nur ungefähr so sein. So, jetzt haben wir 2 Nadeln schon. Jetzt gehe ich auf die andere Seite und schiebe da auch die Maschen runter. Und mache sie auf die dritte Nadel. Bisschen schwierig, aber durch die Hilfsnadel sind die Maschen so gleichmäßig und etwas lockerer. Sonst hätten wir da noch mehr Probleme. So. Dann ist es am besten, ihr legt das Ganze flach auf den Tisch, weil das darf sich nicht verdrehen. Ganz, ganz wichtig. Muss richtig ordentlich sein, muss gucken, wo rechts und links ist. So, und dann verknote ich meistens den Anfang und das Ende miteinander. Das kann man dann wieder aufknoten oder so vernähen, weil dann schließt sich gleich die Reihe. So, jetzt nehmen wir den Faden hoch und jetzt stricken wir im Rund. Eine rechts, eine links, immer eine rechts, eine links, auf die Höhe, die ihr gern möchtet. Ja, die erste Reihe ist immer ein bisschen mühsam und dann geht es wesentlich besser. Und nur wenn ihr von einer Nadel auf die andere wechselt, müsst ihr ein bisschen fester ziehen, dass es da keine lockere Masche gibt. Und das machen wir jetzt erstmal. Auf die Höhe stricken, die ihr für ein Stirnband möchtet. Kommt ja darauf an, ob für Kind oder Erwachsene. Manche mögen lieber die ganz schmalen und andere finden es ganz klasse, wenn das so ein richtig ganz breiter Bund ist. So, und wechseln wirklich dann die leere Nadel noch schön durchschieben, dass die ungefähr in der Mitte sind, dann rutschen die euch auch nicht weg. Und dann ein rechts, ein links. Müsst ihr dann immer gucken. Was hatte ich auf der letzten Nadel für eine letzte Masche? Und dann geht es da mit der entgegengesetzten Masche weiter. Hatte ich da eine linke, ist auf der nächsten Nadel die rechte. Aber das ergibt ja dann ein Strickbild, wenn wir alles rundherum stricken. Aber ihr müsst darauf achten, wirklich eine ungeratene Zahl. Das Stirnband ist jetzt fertig gestrickt. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr abkettet, dass ihr dann am Anfang seid von der Reihe. Das seht ihr ja dann durch euren Faden vom Maschenfang. Wir bleiben im Muster. Meine ist jetzt die erste eine links. Also mache ich eine linke Masche und eine rechte Masche und ziehe ganz locker. Ganz locker ist diesmal wichtig, weil es ein Stirnband ist, muss auseinander gehen. Die hintere über die vordere. Dann habe ich hier eine linke. Ganz locker die hintere über die vordere. Sonst wird es euch wirklich zu eng und schneidet am Kopf. Also so locker wie ihr irgendwie könnt, kettet ab. Aber auch ziemlich gleichmäßig. Und immer im Muster bleiben, rechte und linke. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe entlang und ziehen dann den Faden durch die letzte Masche und vernähen dann die Fäden. Und schon ist auch vom Rest, wenn ihr einen Rest hattet oder wenn ihr nur ein Stirnband machen wolltet, ein Stirnband fertig. So kann man auch ganz toll Schweißbänder stricken. Das ist nochmal so eine Idee, wer das mag. Und das ist jetzt ein ganz einfaches Stirnband. Aber den Vorteil hat es halt, das ist wirklich eine dicke Wolle.
Und durch eins rechts, eins links ist es so flexibel. Und wir haben es wirklich vorher mit der Maschenprobe ausgemessen, was wir brauchen an Weide, dass das wirklich gut sitzt. Und das ist die Hauptsache beim Stehenband. Es muss wirklich gut sitzen. Und das ist so breit, dass bei mir sind es jetzt 12 cm, weil es ja noch, wenn wir Zug drauf bringen, weil das flexibel ist, etwas schmäler wird. Aber das kann man auch zwischendurch mal ausprobieren. Die erste Nadel ist jetzt auch schon abgestrickt. Und dann guckt ihr mal, wie es euch gefällt. Und so sieht er schon abgekettet aus. Richtig ordentlich, wie gekauft. Und dann machen wir das jetzt fertig. Ich habe jetzt alles abgekettet und sinnvoll ist es, wenn ihr so weit sind, die letzte Masche und es ist so ein Zwischenraum hier, dass ihr euch einfach nochmal aus der ersten abgeketteten einen Faden nehmt und den mit nach hinten zieht. Und dann noch einmal so durch und festzieht. Und dann vernäht, dann sieht man gar nicht, wo Anfang und End ist. Und dann seht ihr, wie toll das Stirnband geworden ist, wie weit sich es zieht und immer noch eine schöne Breite hat. So, nun sind alle drei Sachen fertig. Die Mütze mit und ohne Bommel zum Tragen, die Mütze als Iro und das Stirnband und alles in Fanfarben. Wie gesagt, die Wolle gibt es in allen Fußballclubs, in allen Farben zu kaufen. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss und liebe Grüße.